Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Tukitori. Ja, wir hatten uns hier letztes Mal blöderweise wieder hier hinbegeben, um festzustellen, dass wir wieder weg müssen, aber keinen Checkpoint in der Nähe haben, den wir anflöten können. Müssen wir dieses hier wohl nochmal machen, wobei ich mir jetzt gerade überlege, wie kommt man da oben rechts an das... Oh, Alter. An das Puzzleteil. Wie konnte ich die Karte verschieben? Ach so, war das. Okay, so kommen wir auf jeden Fall schon mal an den Checkpoint. Aber wie man das Puzzleteil da kommt, ist mir da noch so ein bisschen ein Rätsel. Naja, egal. Oh. Shit. Okay. Naja, wenigstens ein Erfolg gekriegt. Wo ist der Frosch hin? Ah, Mist. Kommen wir auch von unten an den Checkpoint ran? Ja. Das geht aber nicht, ich bin zu weit weg. Oh Mist. Ja gut. Nein. Ja, let's fail. Tukitori. Alter. So, wir mussten, wie ging denn das? Ach Quatsch, so, zack. Nein, nicht. So, darüber. Genau. Und hier brauchen wir Wisch. So, bring mir noch mein Bärchen. Komm, bring mir mein Bärchen. Ach scheiße, das Bärchen mussten wir ja da auch noch mal schubsen, dass das überhaupt rüber kann. Zack. Schnell, 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 schnell. Hoch da. Nein! Ah Mist. Ja. Ja. Bist ein lieber Vogel. Bring uns das... stimmt ja. Noch ein Versuch. Das kommt davon, wenn zwischen den Aufnahmen so etwas längere Zeitraum liegt. Da hat man das nicht mehr so hundertprozentig im Kopf. Vor allem die Steuerung. Ich habe nämlich gerade aus Versehen die falsche Taste gedrückt. So. Jetzt. Und ab runter da. Alle hopp. Jetzt klappt doch. Schawupp. Gut, dann können wir ja jetzt endlich mal anfangen. So, ich war hier hingegangen, um von hier aus nach links zu gehen, was nicht geht. Also gehen wir einfach hier hin, was wir nicht können. Wie doof ist denn das jetzt? Warum können wir da nicht hin? Hä? Konnten wir nicht auch Checkpoints? Ne, wir können nur diese Dinger hier anfliegen. Das ist aber doof. Ich hatte jetzt im Kopf, dass man auch die Portale hier anfliegen kann. Aber das geht nicht. Hoch? Ich kann hier pfeifen? Ja, okay. Ja, wohin gehen wir denn dann? Müssen wir mal gucken. Hier müssen wir auch noch nach rechts. Hier waren wir schon rechts. Hier müssten wir noch nach rechts. Vermute ich mal.
Hier oben. Ist da auch noch was? Hier waren wir überall. Ja, von hier aus nach links. Probieren wir einfach mal aus. Obwohl ich denke, dass wir ja erstmal anderwertig noch was machen müssen. Hier brauchen wir Wasser. Wir brauchen Wasser, um da hoch zu können. Das dürfte ja jetzt nicht das Problem sein. Achso, jetzt werden wir wieder trocken, wenn wir springen. So, noch einmal. Mal gucken, ob wir nass bis zu den zwei Viechern da hinkommen. So, und... Alter! War natürlich sehr geschickt. So, noch einmal. War ein Tick zu weit gelaufen. Ich war anscheinend auf der Kante und auf der Kante kann ich anscheinend nicht springen. Also zumindest hat es nicht funktioniert. Ach Mist. So, nochmal da hoch. Was die Stromdinger dafür Geräusche machen, das hört sich so ein bisschen Dubstep-mäßig an. Ah Mann! Warum macht er da einen Schritt hoch, statt zu hüpfen, ey? Alter! Ich habe nämlich vor kurzem ein Video gesehen, direkt von Two Tribes. Da war ein Lied, ein Dubstep-Lied gemacht, so als Werbetrailer für dieses Spiel. Und am Ende kam dann extra noch das irgendein Hinweis, dass es kein Dubstep gäbe in dem Spiel. Die Geräusche, die da verwendet wurden, waren anscheinend hier von den Strohkerlchen. Von dir hatten wir den Abholhinweis. Okay, und hier waren wir nicht weitergegangen. So war das. Okay, dann gucken wir doch jetzt mal weiter. Das sieht aus, als könnten wir hier... Da geht's wieder nach unten. Waren wir da unten? Nee, da unten waren wir nicht. Was ist hier? Ein Porter, den man verstellen könnte, wenn man dran käme. Wir kommen aber nicht dran. Hier ist ein Nest. Moment mal. Kommt mal her. Ich will was ausprobieren. Geht da hoch. Ich weiß noch nicht wofür, aber so kriegt man also den Frosch. Ach so, mit der Blase kann ich mich dann in den Porter da bringen lassen. Ah, okay, dann probieren wir das doch mal aus. Und da oben ist ein Checkpoint. Und über dem kommen wir auch raus. Okay. Können wir jetzt von hier aus? Nee, können wir nicht. Von hier aus auch nicht. Von oben drüber vielleicht? Nein. Aber... Okay. Ist die Würtelsische knifflig. Bärchen. Da unten sind Frösche. Wecken wir mal das Bärchen. Rollen es da drauf. Und das da auch. Und rollen es auch da drauf und runter.
So, jetzt haben wir zwei Frösche. Mit zwei Blasen. Das war genau falsch rum. Ja. Ja. Da ist ein etwas anderes Portal. Aber wie kommen wir da hin? Wir kommen da nur hin mit dem Frosch. Wenn wir ein Bärchen. So, kann man dich da runterkicken? Nee. So, wir haben aber jetzt da unten ein Bärchen. Ja, Frosch, wie kriege ich dich denn hier runter? Das war gerade genau falsch rum. Es hätte genau andersrum sein müssen. Wenn der Frosch nämlich da gelandet wäre, wo ich war, dann wäre er hier runtergesprungen. Tja, 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 tja. Okay. Können wir noch was machen? Ansonsten setzen wir das mal zurück. Moment mal. Es gibt einen Erfolg, wenn man einen Frosch in seiner eigenen Blase fängt. Ich weiß nur nicht, wie das gehen soll. So geht's nicht. Aber so hätte es geklappt, wenn er jetzt da reingegangen wäre. Dann wäre er darüber geflogen. Vielleicht zweimal springen? Nee, geht nicht. Keine Ahnung, wie der Erfolg gehen soll. Wie ging das Zurücksetzen? Das Zurücksetzen ging kurz, kurz, lang, lang. Richtig? Richtig. Na. Jetzt. So. Da haben wir die zwei Frösche. So, dann hoffen wir mal, dass das jetzt nochmal so klappt, wie es gerade war. Nur, dass ich mich dann auf die andere Seite stelle. Achso, dich muss ich ja hier runterkicken. Hopp. Ah, da wird man bestimmt hingebracht. Ja, Fröschchen. Ja, geht mal. Genau, geht mal darüber. Oh. Oh. Das ist suboptimal. So müsste es doch klappen. Der eine bringt mich darüber und der andere bringt den anderen in die andere Richtung. Theoretisch? Theoretisch. Jetzt bringen sie sich gegenseitig weg. Alter. Sah aber witzig aus. Mann. Ah. Okay. Okay, so geht's auch. Oh. Zup. Alles klar. So. Hier brauchen wir Licht.
brauchen wir Licht. Aber wie kriegen wir hier Licht? Gehen wir auch einfach mal kicken. Okay, dann kann man wieder sterben. Da brauchen wir wieder irgendwas zum Rüberfliegen. Beziehungsweise den Kerl hier. Oh, hier kommen beide. Reichst du? Gut, aber wenn ich da runterfalle, komme ich da nicht wieder raus. Das heißt, dafür brauchen wir den. Wofür ist der dritte? Auf den kann ich nicht draufklettern. Der dritte ist als Treppe. Ah, okay. So, und da ich da jetzt nicht hoch kann, muss ich mir den da holen. Ach so, ja komm schon. Danke für die Treppe. Aber jetzt komme ich hier nicht hoch. Ah. Vogel. Vogel. Vogel.